Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Namen der Volkshochschule Bocholt-Rehde-Isselburg und des Stadtarchivs Bocholt begrüße ich Sie sehr herzlich zum heutigen Vortrag im Gesprächskreis Bocholter Stadtgeschichte. Das Thema lautet die Bocholter A zwischen Angst und Lebensraum. Und tatsächlich ist für uns Bocholterinnen und Bocholter die Stadt ohne die Bocholter A gar nicht denkbar. Der Fluss durchzieht die Stadt, er bestimmt unser Leben und hat es schon seit vielen Jahren getan. Ein Blick in das heutige BBV zeigt, wie aktuell das Thema ist. Bald fahren Fahrräder durch die A, heißt es dort in einem Bericht, der darauf verweist, dass die versunkene Brücke, die die Bocholter Innenstadt mit dem Aasee verbinden soll und unter dem Theodor-Heuss-Ring als spektakuläres Monument quasi jetzt bald eröffnet werden soll. Und diese Brücke ist ja nur ein Beispiel dafür, wie liebevoll man sich in Bocholt dem Thema A widmet, vor allem zurzeit im Kubai-Projekt, das auch diese versunkene Brücke mit beinhaltet. Ein historischer Blick auf den Umgang der Stadt mit ihren und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner mit diesem Fließgewässer ist natürlich besonders interessant. Und diesen Blick hat die Kulturwissenschaftlerin und Historikerin Wiebke Neuser im Rahmen ihres wissenschaftlichen Volontariats am LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte geworfen und hat dafür auch in Bocholt mehrfach vor Ort begeistert geforscht. Das Stadtarchiv Bocholt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durften sie gelegentlich begleiten. Ziel ihrer Arbeit ist unter anderem ein Beitrag für die Stadtgeschichte Bocholts im 20. Jahrhundert, eine Publikation, die zum 800-jährigen Stadtjubiläum Bocholts im kommenden Jahr erscheinen soll. Und so heiße ich nicht nur die Bocholterinnen und Bocholter herzlich willkommen, die heute hier den Vortrag sich anhören, sondern auch all die Beteiligten an dem Projekt Stadtgeschichte Bocholts im 20. Jahrhundert, die heute hier anwesend sind. Ich habe gesehen, Herrn Professor Schmuhl als Herausgeber des Projekts, Herrn Professor Thiessen, den Leiter des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte. Aber ich habe auch Herrn Dr. Frese gesehen, Frau Dr. Minner und zahlreiche andere Autorinnen und Autoren, Herrn Lange, die an diesem Projekt Stadtgeschichte mit beteiligt sind. Wir dürfen uns deshalb heute zunächst auf einen spannenden Vortrag und im Anschluss daran auf eine interessante Diskussion freuen. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Vor Beginn des Vortrags wird aber Sebastian Borgert von der EWIBO noch kurz die Spielregeln für die Videokonferenz vorstellen. Sebastian, du hast das Wort. Uns allen viel Spaß. Vielen Dank, Heike. Von mir auch herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie soll wie alle anderen Veranstaltungen dieser Reihe auch auf dem YouTube-Kanal der Stadt Bocholt zu sehen sein. Das heißt, wie auch bei den anderen Veranstaltungen, wenn Sie nicht im Bild zu sehen sein wollen, dürfen Sie natürlich gerne an der Veranstaltung teilnehmen. Dann bitte ich Sie allerdings, dass Sie Ihre Kamera ausschalten, dann sind Sie auch nicht zu sehen. Sie dürfen dennoch gerne Fragen stellen. Fragen können Sie während des Vortrags bereits im Chat stellen. Das können Sie tun, indem Sie oben in der Leiste auf diese Sprechblase klicken. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster, ein weiteres Feld. Dort können Sie Ihre Frage eintippen. Sie haben im Anschluss an die Veranstaltung bzw. im Anschluss an den Vortrag auch die Möglichkeit, Live-Fragen zu stellen.
Dazu könnten Sie entweder im Chat ankündigen, dass Sie eine Frage haben, oder Sie melden sich, indem Sie die Hand heben. Das geht ebenfalls mit dem Symbol oben. Da sehen Sie ein Handsymbol und ein Smiley. Wenn Sie da mit der Maus draufgehen, dann können Sie die Hand heben. Das mache ich einmal vor. Und das können Sie auch wieder, die Hand können Sie auch wieder senken. So können wir dann sehen, dass Sie eine Frage haben und einen Beitrag leisten wollen. Und wenn alle Stricke reißen, können Sie auch wild in die Kamera winken. Dann hoffen wir, dass wir Sie ebenfalls wahrnehmen und dass Sie dann Ihre Frage so stellen können. Damit wir keine Hintergrundgeräusche haben, bitte ich Sie, dass Sie während der Veranstaltung, wenn Sie nicht gerade selber reden, Ihr Mikrofon ausschalten. Falls Sie das mal vergessen sollten, würde ich das übernehmen. Bitte nicht persönlich nehmen, das wäre für alle schöner, wenn es keine Hintergrundgeräusche gibt. Wir hatten gerade auch schon im Chat die erste Nachricht, dass das Echo doch etwas störend sei. Ich habe auch schon einige Teilnehmenden stumm geschaltet. Deswegen bitte Ihr Mikrofon ausschalten. Wie Sie haben auch die Möglichkeit, die Kameraansicht zu wechseln, wenn Sie oben auf die drei Punkte gehen. Da können Sie wählen zwischen dem Zusammenmodus und der Galerie. Ansonsten soll es das von meiner Seite derzeit gewesen sein, wenn es keine weiteren Fragen zur Technik gibt. Dann wünsche ich uns, ich sehe derzeit keine, dann wünsche ich uns allen einen interessanten Vortrag und eine spannende Diskussion im Anschluss. Ja, dann würde ich von meiner Seite schon mal herzlichen Dank an Frau Schuh und für die freundliche Vorstellung und an Herrn Borgert natürlich für die tolle technische Einführung sagen wollen. Es wird gerade noch die PowerPoint geladen, sodass Sie nachher auch ein bisschen Bildmaterial haben, während ich spreche. Ich freue mich auf jeden Fall, sehr geehrte Damen und Herren, heute mit und vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und es ist sehr schade, dass ein persönliches Treffen an der Bocholter A jetzt leider noch nicht stattgefunden hat. Genau. Aber ich hoffe, dass das dann trotzdem mit Bildern und mit Text zu einer angeregten Diskussion am Ende führt. Genau. Jetzt kommt auch die Präsentation. Genau. Sie können hoffentlich alle die Bilder sehen. Ich wechsle dann direkt. Die Bocholter A prägt und prägte wie viele Flüsse die sie umgebende Landschaft. Sie fließt von ihrem Beginn am Zusammenfluss von Tesing und Fennbach und Schwarzenbach bei Fehlen bis in die Issel im niederländischen Öft und bildet die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden. Aber das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen. Ein Furt im A-Fluss bildete den Entwicklungskern der Stadt Bocholt und seitdem prägt der Fluss auch die Stadt. In diesem Vortrag soll ein umwelthistorischer Blick auf das Wechselspiel zwischen dem Fluss und den Bewohnerinnen der Stadt Bocholt nach dem Zweiten Weltkrieg geworfen und folgende Fragen beantwortet werden. Welche Veränderungen durchlief der Umgang mit dem stadtbildprägenden Fließgewässer zwischen 1945 und heute? Wie wurde der Fluss wahrgenommen? In welchen In den folgenden Minuten möchte ich Ihnen die Bocholter A näher bringen. In einem ersten Teil, Angstraum Bocholter A, geht es um die Gefahren des Wassers, die Bocholter A und Hochwasserphänomene. Der Fluss war aber auch ein Ort, an dem Privatinteressen und Allgemeinwohl aufeinandertrafen. Darüber hören Sie mehr in einem zweiten Abschnitt, die Bocholter A als Verhandlungsort von Allgemein- und Privatinteressen. Anschließend möchte ich Ihnen die A als Lebensraum für Mensch und Natur vorstellen. Ich ende mit einem kurzen Fazit, in dem ich die oben genannten Fragen beantworten möchte. Die Bocholter A als Angstraum. Die Gefahren, die der Stadtfluss für die Bevölkerung bedeuten konnte, zeigten sich in den verschiedenen Hochwasserphänomenen, von denen die Stadt im Laufe der Zeit betroffen war. Schon vor 1945 hatte die Natur immer wieder bedrohlich auf die Stadt eingewirkt. Im Februar 1946, nach heftigem Regen, konfrontierte der Fluss die Stadtbevölkerung erneut mit seiner Kraft. Große Teile des noch kriegszerstörten Stadtgebiets standen unter Wasser. Ein weiteres Hochwasser erlebte die Stadt im März des folgenden Jahres. In mehreren Stadtteilen und bei Industriebetrieben kam es deshalb zu Überschwemmungen. Vertreter der Textilindustrie wandten sich deshalb mit Kritik an der Situation an die Stadtverwaltung. Insbesondere Karl Herding forderte die Beseitigung der Trümmer im Flussbett
die Verbesserung der Brückenbauten und eine Veränderung der Schleusen. Unter Führung des Wasserwirtschaftsamts Münster entschloss sich die Stadt Bocholt, die, Zitat, Hochwasserabflussverhältnisse der Bocholter Ahr im Stadtgebiet von Bocholt, Zitat Ende, durch den ehemaligen Regierungsbaurat Willner untersuchen zu lassen. Sein Bericht sollte Anfang 1948 vorgelegt werden. Das Hochwasser im Januar 1948 verstärkte die Beschwerden der Beschwerden, die an die Stadtverwaltung gingen, erneut. Ein Zusammenschluss Bocholter Firmen forderte den Oberstadtdirektor auf, Zitat, Maßnahmen zur Vermeidung neuer Hochwasserkatastrophen, Zitat Ende, zu ergreifen. Auch einzelne Bürger und Stadtverordnete stellten ähnliche Forderungen und verwiesen auf eine, Zitat, erhebliche Beunruhigung der Bevölkerung, Zitat Ende. Am 13. Februar 1948 trat die Bocholter Ahr erneut über ihre Ufer. An unterschiedlichen Orten entstanden Dammbrüche und Wasser musste aus Lagerräumen und Kellern gepumpt werden. Nun unterschrieben auch um die 125 Anwohnerinnen und Anwohner am Ostertor ein Gesuch an die Stadt Bocholt mit der Bitte, dass diese die ständige Bedrohungslage behebe. Ansässige Unternehmen unterstützten diese Eingaben. Wenige Tage später stellte Regierungsbaurat A.D. Willner die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor. Zitat, die vielen Krümmungen und Brücken sind dem Wasser ein Hemmnis, Zitat Ende. Vor einem Ausbau des Flusses in der Stadt wurde aber erst einmal der Ausbau der deutsch-niederländischen Grenzstrecke für notwendig erachtet. Dies machte 1948 einige Verhandlungen der britischen Militärregierung mit den Niederlanden notwendig. Die Frage des Hochwasserschutzes konnte in den folgenden Jahren nicht abschließend geklärt werden, da die Regulierungspläne im Stadtgebiet stark diskutiert und von der Bevölkerung kritisch gesehen wurden. So. In den 1950er Jahren verursachten Hochwasserereignisse ebenfalls Schäden. Diese betrafen allerdings hauptsächlich einige landwirtschaftliche Betriebe im Bocholter Stadtgebiet. Die geschädigten Landwirte beschwerten sich unter anderem 1954 über den Zustand der Bocholter Ahr. Im Juli 1956 überschwemmte der Fluss insgesamt 8 Hektar Grünland und Ackerfläche im Stadtbezirk Bocholt. Das sieht man gut hier auf der Folie rechts. Nach einem Sturm und schwerem Dauerregen trat die Bocholter Ahr vom 4. auf den 5. Dezember 1960 auf ihrer gesamten Länge über die Ufer. In Bocholt waren rund ein Fünftel des gesamten Stadtgebiets von Überflutungen betroffen, hier auf der Folie eingezeichnet. Das Hochwasser verursachte nicht nur Schäden am Ahrufer, sondern die Überflutungen betrafen auch den Bahnhof, die Postverwaltung mit Telegrafenkeller, das Arbeitsamt, die örtlichen Krankenkasse, Gebäude der Polizei und der Stadtverwaltung, mehrere Schulen und Kirchen. Außerdem wurden die Grundstücke und Gebäude großer Betriebe im Stadtgebiet unter Wasser gesetzt. 2 Geschäftsviertel und 2 größere Wohngebiete wurden ebenfalls Opfer des Hochwassers. Bis in den Januar 1961 reichten die Industrie- und Handelsunternehmen Bocholts Schadensmeldungen und Schadenssummen bei der Stadt ein. Insgesamt wurden die Schäden in Bocholt mit rund 4 Millionen D-Mark beziffert. Bereits kurz nach dem Hochwasserereignis wurde auch Kritik an den bisherigen Hochwasserschutzbemühungen der Stadtverwaltung laut. Insbesondere die Presse kritisierte die Zögerlichkeit Bocholts bei der Umsetzung der bereits im Nachgang der Überflutungen 1946, 47 und 48 in die Wege geleiteten A-Regulierung. So betonte die Westfälische Rundschau schon am 7. Dezember, Zitat, die Verwaltung der Stadt hat in diesem Falle 100%ig versagt. Denn bereits seit über 10 Jahren liegt ein Gutachten des Wasserbauexperten Willner zur Genehmigung dem Stadtrat vor, der sich aber leider nie einig wurde und dem historischen Wasserlauf der Ahr mit seinen beachtlichen Krümmungen im Stadtgebiet den Lauf ließ. Zitat Ende. In einem anonymen Leserbrief wurde auf das fehlerhafte Verhalten mancher Ahr-Anliegerinnen und Anlieger hingewiesen. Diese hätten ihre Grundstücke zum Teil bis direkt ans Ahrufer bebaut, was zu Schwierigkeiten beim Wasserabfluss geführt habe. Der Kreis Borken bzw. die dort vertretene CDU-Fraktion erhöhte in der Folge des Hochwassers ebenfalls den Druck auf die Stadt. Der Kreis könne bei seinen eigenen Regulierungsmaßnahmen nicht mehr auf die Umsetzung des Ahrausbaus in der Stadt warten. Die öffentliche Kritik
richtete sich hauptsächlich gegen die Verzögerung der städtischen A-Regulierung, mit deren Planung Ende der 1940er Jahre begonnen worden war. Allerdings war in den letzten Jahren vor dem Hochwasser 1960 Bewegung in die Angelegenheit gekommen und ein erster Abschnitt der A-Regulierung im westlichen Stadtgebiet begonnen worden. Für die weiteren Bauabschnitte waren bereits Gelder im städtischen Haushalt zurückgestellt worden. Die Aushandlungsprozesse, die mit diesen Baumaßnahmen rund um die Bocholter A stattfanden, sollen im nächsten Abschnitt näher beleuchtet werden. In den 1960er Jahren stieg die Bocholter A noch häufiger stark an. 1961 war die Stadtverwaltung allerdings bereits besser vorbereitet. Schleusen wurden frühzeitig geöffnet und das Wasser konnte abfließen, ohne dass es über die Ufer trat. In den folgenden Jahrzehnten manifestierte sich die Zerstörungskraft des Wassers dann nicht mehr so eindrücklich in der Stadt. Erst die Hochwasserphänomene in der Stadt und auf Kreisebene seit 2010, insbesondere 2016, verdeutlichten die Gefahr des Flusses für die Stadt erneut. Auf Grundlage europäischer Vorgaben wurde deshalb durch den Kreis ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt, das momentan in der Umsetzungsphase ist. Wir gehen jetzt zum nächsten Punkt, die Bocholter A-Regulierung, Verhandlungsort von Allgemein- und Privatinteressen. Alle bereits dargestellten Hochwasserphänomene gaben der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit Anlass, über die Bannung der Gefahr nachzudenken. Auf welche Art und Weise der Hochwasserschutz angegangen werden sollte, wurde innerhalb der Stadtbevölkerung und der städtischen Verwaltung diskutiert. Das Wasserwirtschaftsamt Münster zeigte sich deshalb bereits Anfang Februar 1948 sehr besorgt über die, Zitat, unerfreulichen Auseinandersetzungen, Zitat Ende, zu diesem Thema in der Stadt. Es beauftragte, wie bereits erwähnt, mit seiner Zweigstelle in Borken sowie mit der Stadt Bocholt zusammen einen Gutachter, den ehemaligen Regierungsbaurat Willner, mit der Untersuchung der Wasserabflussverhältnisse. Willner führte in seinem Bericht aus dem Herbst 1948 zwei Möglichkeiten zur Verbesserung der Hochwassersituation in Bocholt genauer aus. Zum einen könnte die Anlage eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb Bocholts zwischen Krechting und Königsmühle bis zu 1,7 Millionen Kubikmeter Wasser auffangen. Zum anderen stand die technische Regulierung der A im Raum. Der Fluss müsse dann verbreitert werden, um die Abflussgeschwindigkeit des Wassers zu erhöhen. Gleichzeitig wären Maßnahmen wie die Begradigung von Flusskurven, die Entfernung von Stauwerken, die Errichtung von Ufermauern sowie der Rück- und Umbau von Fußgängerbrücken notwendig. Die Anlage des Rückhaltebeckens sei mit erheblichen Kosten, zum Teil Schadensersatzzahlungen an Landwirte, verbunden. Die technische Regulierung wäre kostengünstiger. Aufgrund des notwendigen Ausbaus der A an der deutsch-niederländischen Grenze wurde eine Regulierung innerhalb des Stadtgebiets allerdings zurückgestellt. Erst am 1. Februar 1952 stellte Ludolf Schrader vom Wasserwirtschaftsamt Münster die Pläne vor der Bocholter Stadtverordnetenversammlung genauer vor. Gegen das Wasserrückhaltebecken oberhalb Bocholts in der Krechtinger Niederung spräche laut Schrader der hohe Kostenaufwand. Die Pläne für einen Ausbau, für eine Anpassung der Bocholter A durch eine Aufweitung und einen technischen Ausbau, wie Willner ihn beschrieben habe, seien zielführender. Die Maßnahme war zwischen Königsmühle und der westlichen Stadtgrenze vorgesehen, also im gesamten Stadtgebiet. Die Kosten von rund 1,5 Millionen D-Mark sollten auch mithilfe von Landesmitteln finanziert werden. Drei Bauabschnitte, westliche Stadtgrenze Schwanenmühle, Schwanenmühle bis Stadtschleuse und Stadtschleuse bis Königsmühle, sollten zwischen 1952 und 1954 umgesetzt werden. Zitat, es ist mir, also Schrader, aus Besprechungen mit A-Anliegern bekannt geworden, dass unter den Anliegern bisher wenig Einsicht für die großen Zusammenhänge vorhanden sind. Die zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahmen für Bocholt durch einen großzügigen A-Ausbau erfordern. Ich hoffe aber, dass durch entsprechende Aufklärung die Auffassung eine andere wird. Zitat Ende. Der Widerspruch verstummte, anders als von Ludolf Schrader gewünscht, allerdings nicht. Dr. Max Paul Herding stellte in der Zeitschrift Unser Bocholt einige Monate später die hohen Kosten der geplanten Maßnahme heraus. Zitat, vielerorts wurde die Frage gestellt, ob es nach der Zerstörung unserer Stadt und in Anbetracht des immer noch herrschenden großen Wohnungselends zu verantworten sei, Millionen bei Beträge zu verausgaben für ein vielleicht nützliches,
aber nicht vordringliches Bauvorhaben. Zitat Ende. Er sei der Meinung, dass die Hochwassergefahr weniger akut sei, als von den Zuständigen der Stadt und des Wasserwirtschaftsamtes dargestellt. Trotzdem müsse etwas getan werden, da sich nicht nur die direkten Anwohnerinnen und Anwohner des Flusses, sondern auch andere Teile der Bevölkerung durch Hochwasser bedroht fühlten und in Zukunft nicht erneut mit hohen Schäden konfrontiert werden wollten. Herding sah die Stadtverwaltung in der Verantwortung für die Hochwasser des letzten Jahrzehnts. Brücken verengten den Fluss, der Grund sei mit Sand und Schotter aufgefüllt. Eine Lösung dieser Probleme würde durchaus ausreichen, um zukünftige Hochwasserereignisse entgegenzutreten. Auch 1955 dauerte die Diskussion über die Willnerschen Pläne zur A-Regulierung noch an. Im Dezember 1956 kam es zu einer erneuten Aussprache zwischen dem Wasserwirtschaftsamt und Vertretern der Stadt. Bei den A-Anliegerinnen und Anliegern regte sich allerdings insbesondere gegen die Verlegung des Flussbettes und die Beeinträchtigung privater Grundstücke Widerstand. Bis zum Hochwasser 1960 wurde lediglich der erste Teil der A-Regulierung zwischen der Stadtgrenze und der Werther Straßenbrücke umgesetzt. Hier auf den Folien sieht man jetzt nicht den eben beschriebenen Abschnitt, aber es ist ganz schön zu sehen, wie die A sich veränderte nach dem Ausbau und vor dem Ausbau. Ich hoffe, das wird deutlich und an der Stelle noch einmal vielen Dank an Herrn Lange für die Fotos. Die Verzögerung im Hochwasserschutz führten kurz nach dem Hochwasser 1960 zu großer Kritik in der Presse und Öffentlichkeit, wie bereits angedeutet. Viele Zeitungen wiesen auf die Verzögerungen bei der Umsetzung der A-Regulierung hin, verurteilten die städtische Verwaltung sowie das Stadtparlament für ihren Mangel an Durchsetzungskraft und beschwerten sich über die, Zitat, querschießenden Anlieger, Zitat Ende, die sich gegen die notwendigen Veränderungen an ihren Grundstücken sperrten. In den folgenden Jahren wurden die Planfeststellungsverfahren für die unterschiedlichen Bauabschnitte des A-Ausbaus durchgeführt. Anfang Mai 1962 fand eine mündliche Verhandlung über die Einwände gegen den zweiten Bauabschnitt zwischen der Schwanenmühle und der Stadtschleuse statt. Die Pläne sahen die Einbringung von Spundwänden vor, wo sich Fabrikgebäude und Industriegrundstücke sowie andere Gebäude bis an das Ufer erstreckten. An den anderen Stellen sollte ein geneigtes Ufer zum erweiterten Flussbett führen. Es war eine Bepflanzung des Ufergeländes mit Bäumen und Hecken vorgesehen, die den Forderungen des Naturschutzbeauftragten der Stadt entsprechen sollte. Ähnliche Diskussionsveranstaltungen fanden auch 1963, 1964 und 1966 im Zusammenhang mit den weiteren Bau- bzw. Bauteilabschnitten statt. Die Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer beschwerten sich insbesondere über die Beschneidung ihres Eigentums. Zum Teil mussten Grundstücke für Bauarbeiten verändert werden, zum Teil wurde das Ufer verlegt. Ein besonders schwerwiegender Punkt war aber für die meisten die geplante Anlage eines Bedienwegs. Dieser sei, so die Stadtverwaltung, notwendig, um die Unterhaltung der ausgebauten Bocholter A zu garantieren. Der Bedienweg sollte außerdem in eine öffentliche A-Promenade umgewandelt werden. Wurden Eingriffe in das Eigentumsrecht der für die A-Regulierung zum Hochwasserschutz von den Anliegerinnen und Anliegern noch als vertretbar wahrgenommen, steigerte der Vorschlag eines öffentlichen Weges den Widerstand erneut. Ein Betroffener beschrieb seine Vorbehalte nach einer öffentlichen Erörterung der Angelegenheit am 12. August 1963. Zitat, ein Promenadenweg an der vorgesehenen Stelle bedeutet für die Anlieger eine große Entwertung ihrer Besitzung. Von dem Weg aus wird man nicht nur in den ganzen Garten, sondern auch in die Wohnung Einsicht nehmen können. Das ist für die Anlieger ebenso wenig zumutbar wie für andere Bürger. Seit Generationen haben sie und ihre Vorfahren sich diese herrliche Parkanlage an der A geschaffen. Durch eine Promenade verliere diese Anlage ihren privaten Charakter. Zitat Ende. Die Stadtverordnetenversammlung unterstützte jedoch mit großer Mehrheit den Antrag der CDU-Fraktion in der Hauptausschusssitzung am 13. April 1964. Dieser forderte den Erwerb beider Uferseiten durch die Stadt und die Anlage eines öffentlichen Weges. Das Verhalten der Anlieger in dieser Angelegenheit sei für die CDU-Fraktion auch ein Kristallisationspunkt. Zitat,
Daraus wird sich durchaus schließen lassen, wie stark oder wie wenig das allgemeine Wohl bewertet wird. Zitat Ende. Letztlich wurde für die Anlage eines öffentlichen Weges ein neuer Bebauungsplan festgelegt. Das Allgemeinwohl, auf welches die CDU-Fraktion mit ihrer Eingabe abzielte, wurde auch von den zuständigen Mitarbeitern im Wasserrechtsdezernat der Bezirksregierung Münster genutzt, um Einwände gegen die A-Regulierung abzuweisen. Der Hochwasserschutz in der Stadt wiege schwerer als die berechtigten Interessen der Grundstückseigentümer. Die Konsultation mit Experten habe darüber hinaus ergeben, dass die A nur auf diese Weise für den Hochwasserschutz ausgebaut werden könne. Darüber hinaus habe die Stadt auch gegenüber den Oberligern eine Verantwortung, da diese bisher mit dem A-Ausbau, zum Beispiel in der Krechtinger Niederung, gewartet hätten. Erst im März 1973 konnte dann der letzte Abschnitt der A-Regulierung zwischen der Eisenbahnbrücke Bismarckstraße und der Brücke bzw. dem Stauwerk Königsmühle begonnen werden. Im Juli 1973 war die Bocholter A im Stadtgebiet dann endgültig ausgebaut. Auf einer Länge von 3,5 Kilometern war der Fluss begradigt, vertieft sowie an den Ufern befestigt worden. Hinzu kamen Erneuerungen am Stauwerk Marienschule sowie an einer A-Brücke bei der Bocholter Berufsschule. Der Schutz der Allgemeinheit vor dem Hochwasser war 13 Jahre nach dem großen Hochwasser von 1960 gegen die Privatinteressen durchgesetzt worden. Der Fluss als Lebensraum für Mensch und Natur. Die Bocholter A ist aber mehr als nur ein Gefahrenort für die Menschen oder ein Ort des Konflikts zwischen Allgemeinwohl und Privatinteressen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Stadt Bocholt und wirkt sich auch auf das Leben der Bocholterinnen und Bocholter aus. Gleichzeitig ist sie trotz technischem Ausbau ein sichtbares Stück Natur in der Stadt. Diesen beiden Aspekten will ich im Folgenden kurz nachgehen. Zuerst soll es um den Freizeit- und Erholungsort Bocholter A gehen. Der Flusslauf wurde an unterschiedlicher Stelle auch zum Baden und Planschen genutzt. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurden offizielle Badeanstalten errichtet, die aber aufgrund von Wasserverschmutzung geschlossen werden mussten. Die noch existierende Flussbadeanstalt nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr 1952 dasselbe Schicksal. Aber auch danach wurde weiterhin im Fluss gebadet. Dies lässt sich zumindest aus einer Zeitungsmeldung von 1962 schließen. Im Juli diesen Jahres verbot das Städtische Ordnungsamt aufgrund von Verschmutzung und Krankheitserregern das Schwimmen in der A. Das Wasser der Bocholter A diente allerdings nicht nur zum Schwimmen oder Baden, sondern der Flusslauf erregte auch die Aufmerksamkeit von Kanu- und Bootsfahrerinnen. 1966 veranstaltete eine Abordnung des Kanutenverbands ihr Anpaddeln auf der Bocholter A. Teile der Stadtverwaltung versuchten diese Veranstaltung, die an der Königsmühle in Bocholt enden sollte, auch zur Stadtrepräsentation zu nutzen. Mit Stadtflaggen und einem Transparent wurden die Kanutinnen und Kanuten in Empfang genommen. Die Presse begleitete das sportliche Event und berichtete, dass die Aktion überregional viele Aktive angezogen habe. Den landschaftlichen Reiz einer Kanutour auf der Bocholter A, allerdings außerhalb des Stadtgebiets, beschrieb ein Artikel in Unser Bocholt 1968. Die dortigen Beschreibungen der Landschaft zeichneten die Attraktivität des Flusses für eine abenteuerliche und erholsame Freizeitgestaltung nach. Die vielen Wehre und Staustufen im Fluss, im Stadtgebiet und weiter flussabwärts steigerten die Befahrbarkeit des Flusses für Kanubegeisterte allerdings nicht. So waren noch 2001 im Vorfeld der Planungen des Kreises Borken die Staustufen und Wehren in der Bocholter A im Zusammenhang mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie abzubauen oder umzubauen, Wünsche von niederländischer Seite gegenüber der Stadt Bocholt laut geworden, die A, Zitat, durchgängig mit Kanus befahrbar zu machen, Zitat Ende. Bocholter Bürger wollten in den 1960er Jahren außerdem den Fluss mit Motorbooten befahren, was die Verwaltung allerdings verbot, um Lärmbelästigung oder Uferschäden vorzubeugen. 1973 überlegte die Stadt, einen Bootsverleih unterhalb der Marienschleuse einzurichten, um damit die Attraktivität der Stadt zu steigern. Aber nicht nur das Wasser der Bocholter A diente der Freizeitbeschäftigung. Im Verlauf der 1960er Jahre wurden die Ufer als Ort der Erholung entdeckt. Dies wurde, wie bereits erwähnt, in der Debatte um die A-Regulierung deutlich.
In der Stadtverordnetenversammlung zeigte sich ganz klar der Wunsch nach Wegen am Fluss in öffentlicher Hand. Der Naturschutzbeauftragte der Stadt, Paul Heinrichs, begrüßte die schließlich realisierten Wege und Parkanlagen. Er schrieb in unser Bocholt 1972, Zitat, die Anlagen beiderseits der A sind zu einem beliebten Spazierweg für Jung und Alt geworden. Das Bauamt und das Garten- und Friedhofsamt schufen hier eine echte Erholungsanlage am Wasser. Zitat Ende. Auch die Presseberichterstattung hob die schönen Anlagen an der A als Erholungsort hervor. Schon Ende der 1960er Jahre gab es auch Bestrebungen, die Wege auf das Kreisgebiet auszubauen und die A auf diese Weise von der Quelle bis zur Landesgrenze für Wanderungen und Spaziergänger zu erschließen. In den 80er Jahren wurde das Thema insbesondere im Kreis noch weiter verfolgt. Der Hauptausschuss des Kreistages empfahl die Anlage von Rad- und Wanderwegen an unterschiedlichen A-Abschnitten. Die Attraktivität des durchgängigen Weges entlang der Bocholter A hob unser Bocholt-Autor Janssen hervor, der im zweiten Heft 1999 eine Radtour entlang des Flusses mit Hinweisen auf Denkmäler und Sehenswürdigkeiten beschrieb. Bis heute ist der A-Radweg ein Teil des städtischen Touristikangebots und auch in das grenzüberschreitende Tourismusmarketing eingebunden. Die Potenziale eines Freizeitraums an der Bocholter A wurde auch in der Werkstatt Zukunftsprojekt Industriestraße Bocholter A im Mai 2008 thematisiert. Dieses wurde zum Projekt Kulturquartier Bocholter A und Industriestraße Kubai, von dem wir auch gerade in der Einführung von Frau Schoh kurz gehört haben, weiterentwickelt und qualifizierte sich für das Landesförderprogramm Regionale 2016. In diesem Zusammenhang wurden im Februar 2014 Entwürfe für die Gestaltung des A-Ufers vorgestellt. Der Fluss als Grünzug sollte zukünftig die Innenstadt mit dem Naherholungsgebiet Aasee verbinden, die bestehenden Uferpromenaden sollten aufgewertet und der Raum an der A zu einem Aufenthaltsort weiterentwickelt werden. Neben dem Abriss der leerstehenden Industriegebäude in dem Gebiet und der Einbindung des LWL-Textilwerks an zwei Standorten am Süd- und Nordufer der Bocholter A sahen die Pläne die Errichtung einer Podiumsbrücke als Verbindungs-, aber auch als Eventort vor. Nach ihrer Einweihung im Dezember 2018 wurde sie bereits im darauffolgenden Jahr zum kulturellen Veranstaltungsort, der die Bocholter Bevölkerung an die neu gestalteten Ufer der Bocholter A lockte. Die Weiterentwicklung des neuen Stadtteils dauert an und auf welche Weise sich die Bocholter A dadurch noch stärker als Freizeit- und Kulturort in der Bocholter Bevölkerung etablieren wird, wird sich in Zukunft zeigen. Die Natur an der Bocholter A. Natürlicher Lebensraum. Dass die Bocholter A als natürlicher Lebensraum, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, bedroht war, zeigt sich an vielen Beispielen. Bereits 1949 monierte der Bocholter Angelsportverein 1934 e.V. die häufigen Fischsterben im städtischen Fluss. In einem Schreiben an den Fischereibeauftragten des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten NRW wiesen die Angler auf die starke Wasserverschmutzung der Bocholter A hin. Als Ursache nannten sie die unvollständige Klärung der städtischen Abwässer und die Einleitung von ungereinigtem Abwasser aus der Textilindustrie. Die Stadtverwaltung versuchte, die Verantwortung für die Verschmutzung von sich wegzuweisen und machte Industriebetriebe flussaufwärts, also außerhalb der Stadtgrenzen, für die Einleitung der fischgefährdenden Abwässer verantwortlich. Die Bezirksregierung zweifelte diese Argumentationslinie allerdings an. Sie bestätigte den schlechten Zustand der Bocholter A auch im Stadtgebiet gegenüber dem Ministerium. Das Thema Wasserverschmutzung begleitete die Stadt auch in den folgenden Jahren. 1952 musste die Flussbadeanstalt aus diesem Grund geschlossen werden. Auch örtliche Naturfreunde wie Paul Heinrichs, der in den 60er Jahren dann der städtische Naturschutzbeauftragte wurde und den Fluss als wichtigen Bestandteil des Naturraums Westmünsterlands empfand, fiel 1956, Zitat, die starke Verschmutzung der A und die sich ergebende Vergiftung des pflanzlichen und tierischen Lebens in ihr, Zitat Ende, auf. Im Sommer 1962 verbot das Ordnungsamt der Stadt Bocholt das Baden in der A generell.
Aufgrund des niedriger Wasserstände oder durch Einleitung von Schadstoffen sind auch in den vergangenen Jahren Fischsterben an der Bocholter Aa vorgekommen. Ein guter Gewässerzustand wurde noch nicht erreicht. Fragen des Naturschutzes spielten bei der Realisierung der Aa-Regulierung zwischen 1948 und 1973 in den offiziellen Auseinandersetzungen zwischen Stadtverwaltung, Experten und Bevölkerung kaum eine Rolle. Der technische Ausbau und damit ein ungehinderter Wasserabfluss, wie in den Bundes- und Landeswassergesetzen vorgesehen, hatten Vorrang. Allerdings wurde der Fischereibeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen um Stellungnahme zur Ausbauplanung gebeten. Dieser äußerte sich skeptisch gegenüber einer Verbreitung des Flussbetts. Weitere Kulturstaue seien für die Sicherung des Fischbestandes unabdingbar. Darüber hinaus regte er auch die Bepflanzung der Ufer an, um Fischen Aufenthaltsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Auch bei der weiteren Planung der einzelnen Regulierungsabschnitte im Stadtgebiet in den Jahren nach dem Hochwasser 1960 wurde er angehört. Die Vorschläge des Naturschutzbeauftragten der Stadt zur Uferbepflanzung wurden ebenfalls angehört. Inwiefern sie berücksichtigt wurden, kann ich leider nicht sagen. Der Aa-Ausbau dauerte mehr als ein Jahrzehnt an und wurde nicht nur im Stadtgebiet Bocholt durchgeführt. Im Rahmen der Eröffnung der Naturschutzausstellung des Landes NRW in Bocholt im Jahre 1967 drückte der Bezirksbeauftragte für Naturschutz im Regierungsbezirk Münster, Bernhard Bessling, sein Bedauern über die beständige Begradigung des Flusses aus. Dies führe zu vermehrten Hochwasserereignissen sowie zum Verschwinden von Mäandern, zu unterschiedlichen Boden- und Uferstrukturen und damit zu einem Rückgang an natürlichen Lebensräumen. Gegenmaßnahmen beim weiteren Aa-Ausbau, wie die Anbindung von Altarmen und das Belassen von Augebieten, könnten dies verhindern, so Bessling. 1970 erkannte er aber, dass seine Anregungen in der Umsetzung des Flussausbaus keinen Widerhall fanden. Bessling appellierte deshalb, Zitat, unsere Aa muss nach dem Ausbau die gebändigte Lebensader eines von ihr geprägten Tales, die Lebensstätte von reich gegliederten Pflanzen und Tierarten und selbstverständlich auch von den hier lebenden Menschen werden und bleiben. Zitat Ende. Die Wahrnehmung der Bedeutung von Fließgewässern als natürlicher Lebensraum von Tieren, Pflanzen und Organismen schlug sich Ende 1980 auch in der Politik nieder. Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forste veröffentlichte am 5. Dezember 1980 eine, Zitat, Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung, Zitat Ende. Die Kreistagsmitglieder und die dortige Verwaltung beschäftigten sich ab 1983 mit dieser neuen Vorgabe, die die Berücksichtigung natürlicher Zusammenhänge beim Wasserbau betonte. 1984 und 1985 konkretisierten sich Pläne des Kreises, den Fluss an einigen Stellen oberhalb des Bocholter Stadtgebietes zu renaturieren. Noch während der Diskussion des Kreisentwicklungsprogramms Natur und Landschaft 1994 bezog sich der Kreis stolz auf die umgesetzten Maßnahmen in den 80er Jahren. Generell betonte das neue Entwicklungsprogramm die Bedeutung von Fließgewässern und die Renaturierung wurde als ein wichtiges Ziel angesehen. Die Bocholter Aa sei aber durch die früher erfolgten Veränderungen nicht für eine, Zitat, Wiederherstellung der ursprünglichen Flusssituation, Zitat Ende, geeignet. Zur selben Zeit beschäftigte sich der Kreis Borken auch mit der Unterhaltung der Bocholter Aa und ließ ein entsprechendes naturnahes Konzept für diesen Fluss entwickeln. In Bocholt wurden die Maßnahmen und Pläne des Kreises für die Bocholter Aa weniger positiv bewertet. Die Renaturierungsmaßnahmen beziehen sich nicht auf die Aa im Stadtgebiet. Im Umweltbericht Bocholts von 1995 wurde das Konzept zur naturnahen Entwicklung der Bocholter Aa des Kreises bloß als ein, Zitat, Leitplan zur Pflege und Unterhaltung, Zitat Ende, des Flusses verstanden. Neben der Kritik an den Vorhaben des Kreises erkannte die Stadt Bocholt kaum eigene Handlungsspielräume, um die Gewässerqualität der Aa in ihrem Gemeindegebiet zu verbessern. Der Flusslauf sei einfach zu kurz.
Umweltprojekte verfolgte die Stadt Bocholt in den 1990er Jahren im Zusammenhang mit dem Öko-Sponsoring, einer Partnerschaft privater Sponsoren und der Stadtverwaltung. Als erstes Projekt stand 1994 die Renaturierung eines Altarmbereichs des Häufiger Bachs zur Debatte, das in dem darauffolgenden Jahr begonnen wurde. Im Verlauf der 1990er Jahre wurden weitere Maßnahmen umgesetzt, unter anderem ein Naturerlebnispfad an der Bocholter Ahr. Seit Beschluss der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch das EU-Parlament und den EU-Rat im Oktober 2000 sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre Fließgewässer in einen guten Zustand zu versetzen und Bewirtschaftungspläne zu entwickeln, um dies zu erreichen. Dies spiegelte sich auch in dem Umgang des Kreises Borken und der Stadt Bocholt mit der Bocholter Ahr. Informationsveranstaltungen wurden vom Kreis angestoßen und in Kreisausschüssen wurde über die Durchgängigkeit des Flusses diskutiert. Auch innerhalb Bocholts wurde seitdem über Maßnahmen an der Bocholter Ahr nachgedacht. Bereits im Jahr 2004 wurde mit dem Konzept zur naturnahen Entwicklung, KNEF, der Bocholter Ahr Möglichkeiten zur gewässerökologischen Verbesserung aufgezeigt, insbesondere im heutigen Bereich des Kubai. Eine Umsetzung dieser Idee fand allerdings zeitnah nicht statt. 2011 realisierte die Stadt Bocholt mithilfe des Öko-Sponsoring-Projekts den Umbau des Staus Schwanenmühle in eine Sohlgleite, die Fischen die Überwindung eines Höhenunterschieds durch die Einbringung natürlicher Steinelemente ermöglichen sollte. Im September 2011 wurde dieses Bauwerk zur Erhöhung der Flussdurchgängigkeit fertiggestellt. Auch im Zuge des Städtebauprojekts Kubai lag seit den ersten Überlegungen bei der Zukunftswerkstatt 2008 ein Fokus auf der Bocholter Ahr. Habe ich hier gerade schon angesprochen. In dem Konzept zur Entwicklung des Geländes von 2014 wird besonders deutlich, dass dem Fluss in diesem Gebiet auch als Naturraum eine Schlüsselrolle zugeschrieben wurde. Um die Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und der Richtlinie zum Europäischen Hochwasserrisikomanagement zu entsprechen, wurden, Zitat, Gewässeraufweitung und Verbreitung der Wasserwechselzonen, Zitat Ende, bei der Neugestaltung des Gebiets eingeplant. Die Planung beinhaltete, Zitat, wechselfeuchte Uferhabitate im gesamten Gewässerabschnitt, vegetationsgeprägte Flachwasserbereiche, auentypische Überflutungsverhältnisse, signifikante Verbesserung der Lebensbedingungen, Zitat Ende. Das Vorhaben wurde allerdings durchaus kritisch gesehen. So betonte der Naturschutzbund, Kreisverband Borken, bereits 2014, dass zu wenig Rücksicht auf die bestehende Natur genommen würde. Auch befürchtete der Verband zu viel Unruhe für die Lebewesen an der Ahr. Den Plänen entsprechend wurde die Ahr seit Mitte der 2010er Jahre aufgeweitet und es wurden 2016 zwei Inseln angelegt, die man hier auch auf dem Bild bewachsen sieht. Die Veränderungen an der Bocholter Ahr, die Kritik von Naturschutzverbänden an den Baumaßnahmen im Kubai-Gebiet oder die Stellungnahme des Bocholter Angelsportvereins 1934 e.V. zum bald anstehenden Umbau der Marienschleuse im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie zeigen, dass die Bocholter Ahr als Naturraum momentan einen großen Stellenwert besitzt und der Umgang mit dem Fluss auch zukünftig durch Aushandlungsprozesse geprägt sein wird. Ich komme nun zum Fazit. Dass die Bocholter Ahr ein wichtiges Element in der Stadt ist und sie durch ihren Flusslauf prägt, war Ihnen vermutlich bereits bewusst. Und ich meine heute mit dem Bericht im Bocholter Borkener Volksblatt zur versunkenen Brücke ist es auch wieder ganz aktuell. Ich hoffe, meine Ausführungen haben gezeigt, welch ein vielfältiges Spannungsfeld den Fluss umgibt. Er ist gleichzeitig ein Angst- und ein Lebensraum. Die Hochwasserereignisse kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere im Jahr 1960 formten den Umgang der Stadtverwaltung und der Stadtbevölkerung mit dem Fluss zwischen 1948 und 1973 ganz maßgeblich. Die Gefahrenabwehr des Hochwassers und der Schutz der Allgemeinheit vor hohen Schäden stand dabei im Konflikt mit den Interessen einiger Ahr-Anlieger, die sich gegen die Nutzbarmachung des Flussufers für eine breite Bevölkerung wehrten und gegen Veränderungen an ihren Grundstücken. Die breite Bevölkerung nahm den Erholungsraum Bocholter Ahr allerdings seit Mitte der 1960er Jahre immer stärker wahr.
Das zeigt uns nicht nur die Durchsetzung des Bebauungsplans zur A-Promenade in der Stadtverordnetenversammlung, sondern auch die Nutzung des Flusses für Freizeitaktivitäten wie Kanufahren, Schwimmen oder Spaziergänge, Wanderungen und Radtouren. Mit dem Kuba-E-Projekt ist nun noch der Aspekt des Kulturorts hinzugekommen. Gleichzeitig ist die Bocholter A allerdings ein sichtbares Naturelement in der Stadt, das auch Tieren, Pflanzen und Organismen als Lebensraum dient. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg fand dieser Aspekt nur vereinzelt Anerkennung. Die Berichte von Naturschutzaktiven zeichnen ein Bild der Verödung und des Rückgangs natürlicher Lebensräume. Auch der technische Ausbau des Flusses spielte dabei eine Rolle. Zwar wurde Rücksprache mit Fischereibeauftragten und Naturschutzbeauftragten gehalten, der Ausbau selbst entsprach aber hauptsächlich technischen Anforderungen. Erst mit der Etablierung von Umwelt- und Naturschutz in der überregionalen Politik änderte sich daran auf Ebene des Kreises Borken etwas und auf Ebene der Stadt. Aber die Stadt sah noch in den 1990er Jahren kaum Möglichkeiten im Stadtgebiet, etwas für die natürliche Entwicklung des Flusses zu tun, obwohl im Zusammenhang mit dem Ökosponsoring-Projekt Fließgewässerrenaturierung, zum Beispiel am Holtwiger Bach, von der Stadtgesellschaft gefördert wurde. Die Wasserrahmenrichtlinie der EU 2000 beeinflusste den Umgang mit der Bocholter A auf Kreisebene und in der Stadt stark. In Bocholt wurde insbesondere im Zusammenhang mit dem Kuba-E-Projekt auch eine ökologische Entwicklung des Flusses verfolgt. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, wie sich das Spannungsfeld zwischen natürlichem Lebensraum und Freizeitort entwickeln wird. Und damit schließe ich den Vortrag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hier noch ein schönes Bild von der A. Und ich freue mich jetzt auf Rückfragen und Anregungen. Vielen Dank. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Neuser. Ich habe mal die Präsentation beendet. Heike Schoh sehe ich jetzt leider nicht. Es gibt allerdings im Chat auch schon die ersten Fragen dazu. Ich weiß nicht, ob Sie die selber schon gelesen haben. Ansonsten würde ich die erste von Malte Thiessen aufgreifen. Und zwar sagt er, dass Sie im letzten Abschnitt im natürlichen Lebensraum, dass sich da Ihr Vortrag schließen würde, beziehungsweise der Kreis des Vortrags, weil nur die Debatte aufkäme, dass durch die jahrzehntelangen Regulierungen gegen Überflutungen letztlich neue Gefahren, auch Überflutungen, entstünden. Und er fragt, lässt sich das Konzept der Renaturierung also als Versuch der Vermittlung zwischen Schutz vor der Umwelt und Umweltschutz verstehen, vielleicht auch um unterschiedliche Interessen miteinander in Einklang zu bringen? Ja, ich würde direkt erstmal auf die erste Frage eingehen. Vielen Dank dafür, auch für die ganzen weiteren Fragen, die jetzt kommen werden. Also ich verstehe das so, dass ich sozusagen im Zusammenhang mit diesen, mit dem Umgang mit dem Fluss dann ab den 70er, 80er Jahren wirklich eine Veränderung stattfindet, dass man erkennt, dass diese Regulierung, die früher zu dieser, ja, zu der Wasserabführung dienten, also dass sozusagen Hochwasser verhindert werden sollte, indem das Wasser einfach schnell weiter transportiert wird, man mehr und mehr dahin kommt zu sagen, Überflutungsgelände sind ja sicherer oder besser, weil damit kontrolliert und langsam das Wasser versickern kann oder durch Ausweichflächen die Überflutungen nicht so stark werden. Das sieht man nicht nur an der Bocholter A, wo das ja dann langsam auch Thema wird mit den verschiedenen Richtlinien, sondern insbesondere an genau diesen Richtlinien. Also an der Bocholter A wird dann darauf zurückgegriffen, was auch die Richtlinien zum Beispiel vom Land NRW dann sagen zum Ausbau von Fließgewässern. Also da sieht man ganz klar die Veränderung von nur technischer Ausbau hin zu, man soll auch auf die ökologischen Gegebenheiten Rücksicht nehmen und dass dadurch auch ein höherer Schutz entstehen kann. Also dass da tatsächlich nicht nur der Umweltschutz eine Rolle spielt, sondern auch der Hochwasserschutz. Und das ist gerade etwas, was der Kreis im Moment auch verfolgt. Genau.
Dazu sofort die zweite Frage. Genau, mit den Kontinuitäten zu früheren Konzepten des Schutzes. Also 1890 gab es auch eine starke Überflutung. 1948 wurde darauf dann immer zurückgewiesen, dass das die letzte große Überschwemmung im Bocholt gewesen sei. Und tatsächlich gab es Diskussionen um einen Ausbau des Flusses auch schon dann in Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. In Bocholt wurde, glaube ich, ab 1901 mit Arbeiten oder mit Diskussionen um den A-Ausbau begonnen. Der Kreis hat dann auch angefangen, den Fluss zu begradigen, aufzubauen, Dämme aufzuschütten. Also ich sehe nicht gut aus. Diese Arbeiten gingen eigentlich ja noch bis in die 30er Jahre, wurden dann aber in den 40ern eingestellt. Also während des Krieges, genau. Dann ist da, glaube ich, noch eine dritte Frage gewesen von Herrn Thiessen, oder? Sonst hat sich Herr Schwul gemeldet. Genau. Okay, dann gerne Herr Schmuhl und ich glaube, ein Herr Altenbeck hat auch noch eine Frage. Ja, schönen guten Abend, Frau Neuser. Ganz herzlichen Dank zunächst einmal für Ihren empirisch dichten, schön quellengesättigten Vortrag. Ganz besonders gut hat mir gefallen, dass Sie die Darstellung bis an die unmittelbare Gegenwart herangeführt haben. Ganz toll, das ist ja genau im Sinne unseres Konzepts. Noch anknüpfend an Ihre letzten Ausführungen, ja, man kann das Thema auch in die Vergangenheit zurückverlängern. Also diese ersten Maßnahmen, die Sie genannt haben um die Jahrhundertwende, da habe ich mich ein bisschen mit befasst und manches, also die schwierigen Aushandlungsprozesse zwischen Anliegern und Allgemeinwohl und zwischen Stadt und übergeordneter Behörde, das lässt sich da auch feststellen und da kann man sehr schöne Verbindungslinie ziehen. Ich habe eine Frage an Sie und zwar in Richtung auf einen von Ihnen verwendeten Begriff und zwar ist das der Angstraum. Das ist ja jetzt ein Begriff, der so in der letzten Zeit in der Stadtgeschichtsforschung, Urbanisierungsforschung immer mal wieder diskutiert worden ist und nach meinem Eindruck hat er sich so ein bisschen sehr gedehnt, vielleicht auch überdehnt. Also ursprünglich war das Konzept ja mal gedacht so an, was wir neudeutsch jetzt No-Go-Areas in Städten genannt haben. Also irgendwelche Unterschicht-Stadtviertel oder finstere Hauptbahnhöfe oder Tunnelsysteme unter der Stadt und so. Man sieht aber jetzt eine Tendenz, dass der Begriff immer weiter auch noch gedehnt wird, also etwa auf Straßennetz und Ähnliches. Und ja, meine Frage ist einfach, trägt er etwas aus? Also haben wir einen Erkenntnisgewinn, wenn wir mit diesem Konzept arbeiten, im Hinblick auf Fließgewässer in Städten, gegenüber einem Begriff wie Gefahrenraum, den Sie in Ihrem Fazit auch da verwendet haben. So, an sich war der Angstraum ja als Konzept gebildet worden, um die Geschichte der Emotionen, die ja in neuerer Zeit so vorangetrieben worden ist, auch in die Urbanisierungsforschung und Stadtgeschichte mit einzubringen. Also einfach so ein bisschen eine ganz offene Frage, ich bin mir da unschlüssig. Was bringt uns dieses Konzept des Angstraums in Bezug auf Ihr Thema? Das ist sehr spannend. Das ist, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich hat sich das jetzt so im Verlauf des Vortrags oder im Verlauf des Artikelschreibens so ein bisschen rausgeklärt, dass dieser Angstraum vielleicht tatsächlich ein bisschen überdehnt wäre. Weil ich nicht so auf diese Stadtentwicklung eingehe. Die A war ja lange Zeit einfach sehr dicht bebaut, wo dann tatsächlich auch dieser Angstraum dann mehr Thema sein könnte. Also dass das vielleicht auch ein Ort war, an dem man nicht gerne hergegangen ist. Also es nicht umsonst gibt es mit diesem Kuba-I-Projekt ja
ja die Ansage, dass man eine Verbindung schaffen will von der Innenstadt zum Aasee, die auch als Raum wahrnehmbar ist, der jetzt nicht, ich muss da eben schnell her, ist, sondern als mit Aufenthaltsqualitäten und durch den Rückbau dann der Industrieanlagen ja auch erst diese Weite erfährt. Vorher war das ja alles relativ dicht bebaut. Das ist zwischen dem Fluss und den Mauern sozusagen nur wenig Raum gab und damit auch so ein bisschen Unwohlsein wahrscheinlich aufgekommen ist. So wurde mir das zumindest auch in Gesprächen geschildert. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, benutze ich den Begriff für das Hochwasser auch oder gehe ich eher auf den Gefahrenraum ein? Da würde ich einfach nochmal drüber nachdenken wollen. Also weil das stimmt schon, Angstraum wäre in dem Sinne dann jetzt sehr ausgeweitet, auch halt Gefahr durch Hochwasser, Angst vor Hochwasser, aber das erschließt sich eigentlich, oder die Angst ist, glaube ich, meistens erst da, wenn das Hochwasser da ist, weil das ja einfach sonst diese Verdrängung, dass der Fluss auch mehr kann als schön daherfließen, das kennt man ja vielleicht auch von sich selbst. Wenn die Sonne scheint, vergisst man das Regenunwetter. Genau, also da gehe ich auch gerne nochmal privat in die Rücksprache mit Ihnen, wie wir das lösen, aber ich denke darüber nach. Danke für die Nachfrage. Und noch sehr schön, dass Sie da auch die Verbindungslinien zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ziehen können. Das finde ich sehr schön, was Sie erzählt haben. Genau. Dann hatte sich Herr Altenbeck gemeldet. Genau. Ja, schönen guten Abend und schönen Dank für den kompletten Vortrag. Ich habe mich auch vieles wiedererkannt. Ich habe eine Frage zu dem Thema, was im Moment wieder hochkocht oder seit 2-3 Jahren hochkocht. Das ist das Thema Stadtschleuse im Zusammenhang mit dem Fließgewässer und dem Naturgewässer und zum Gleichen mit Änderungen des Bodengefüges in Bezug auf den Grundwasserspiegel der Innenstadt. Da müsste ja eigentlich Auskunft geben, wann gab es denn die erste Stadtschleuse? Sie haben gesagt, in den 60er Jahren ist diese Stadtschleuse hergestellt worden. Gab es da vorher schon was? Ich vermute doch sicher, dass das schon eine lange Geschichte hat und da an der Stelle der Grundwasserspiegel auch immer wieder sich in diesem Niveau eingepegelt hat. Vielleicht können Sie da was zu sagen? Tatsächlich habe ich mir, vielen Dank erstmal für Ihre Frage und schön, dass Ihnen die Ausführungen soweit gefallen haben. Zu der Stadtschleuse, ich muss sagen, dass ich mich hauptsächlich tatsächlich mit der ganzen Geschichte nach 45 beschäftigt habe und nicht die einzelnen Bauwerke so genau untersucht habe. Ich weiß, dass es im Stadtarchiv zum Teil auch Unterlagen gibt, die mit Bauplänen sind, also da gibt es dann wahrscheinlich auch mehr Diskussion oder mehr Hintergrundinformationen zu den einzelnen Bauten. Aber in dem Zusammenhang kann ich Ihnen da jetzt leider nichts Genaues zu sagen. Tut mir leid. Trotzdem, Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Heike, du müsstest dein Mikrofon anschalten. Du wärst jetzt an nächster Stelle. Sehr gut, das mache ich gerne. Natürlich mit der Aussage, dass wir gerne zum Thema Stadtschleuse auch noch weitere Informationen mal recherchieren können. Das war ja jetzt nicht Teil Ihrer Untersuchung, aber ich glaube auch, dass das durchaus Sinn macht, das mit in so einen Beitrag mit einfließen zu lassen oder gegebenenfalls auch in den größeren Gesamtbeitrag. Und kann einfach nur sagen, wir sehen das nach. Das tun wir immer, wenn Fragen auftauchen, die nicht unmittelbar beantwortet werden können. Ja, jetzt hat sich Herr Temmering noch gemeldet. Das ist vielleicht auch gut oder mit Sicherheit. Ja, guten Abend. Ich möchte gerne ein Datum nennen. Und zwar habe ich in der Stadtrechnung von 1605 erstmals das Wort also Schleuse entdeckt. Da heißt es, wegen des großen Wassers, also des Hochwassers, wurden in der Nacht 6 Personen ausgesandt, um die Lohmmühle und die Schleuse zu sichern. Mhm. Also insofern würde ich mal sagen, dass im Jahre 1605 schon von einer Schleuse die Rede war. Ja. Genau.
Dann noch eine Frage von Herrn Schwul und dann von Frau Volks-Kuhlmann. Ich habe nur aus Versehen die Taste gedrückt. Alles gut. Ja, danke auch für den schönen Vortrag. Sie haben ja sehr schön dargestellt, wie die unterschiedlichen Gruppen ja den Fluss für sich in Anspruch nehmen. Fabrikanten, Textilarbeiter, jetzt auch stärker Freizeit, Naturschutzinteressen. Wie regeln die ihre Konflikte untereinander? Sie haben ja einmal die Protokolle jeweils zitiert, aber wie treten Naturschutzverbände und Kreispolitiker oder Stadtpolitiker miteinander in Kontakt oder was heißt in Kontakt oder in Konflikt miteinander? Sie hatten so schön das Bild mit der schäumenden A und auf der anderen Seite dieses idyllische Bild, der also wunderbar mit dem Himmel und also sozusagen, das sind ja zwei ganz der gleiche Fluss in unterschiedlicher Sichtweise. Wie gehen die miteinander um? Können Sie das sagen? Hat sich das geändert? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich hauptsächlich ja die Verwaltungsquellen mir angeschaut habe. Da sieht man natürlich dann meistens nur das, was in der Verwaltung auch angekommen ist. Was man sagen kann, ist jetzt im Zusammenhang von den Hochwasser und diesen ganzen Auseinandersetzungen dort, dass da natürlich dann auch die Presse oder Publikationen wie unser Bocholt tatsächlich eine Rolle spielen, wo dann Beschwerden auch aufgeführt werden von den amtlichen Naturschutzbeauftragten, also oder die waren damals noch ehrenamtlich, aber waren schon so als offizielle in diese Stadtverwaltungsgefüge ja auch irgendwie eingebunden. Was sich dann ändert, ist so in den 80er Jahren, dass dann sich halt auch Gruppen bilden. Die Stadt versucht dann im Zuge von Umwelttagen auch die so ein bisschen mit aufzunehmen, also dass man die einbindet in die eigene umweltpolitischen Veranstaltungen. Im Moment habe ich das so ein bisschen mitgekriegt mit dem Kuba-I-Projekt, dass der NABU-Kreisverband Borken da sehr viel auch über die Presse dann geht, um seine Kritik da zu äußern. Aber so viel kann ich da tatsächlich nicht sagen. Das sind jetzt so die Sachen, die mir zu Ohren oder zu Augen gekommen sind in dem Fall. Ja, ich habe es ja gelesen und nicht gehört. Genau, ich hoffe trotzdem, dass die Antwort Ihnen etwas weiterbringt. Ja, danke. Sehr gerne. Dann gab es eine Anmerkung von Fatma Boland, dass der Radweg an der A die deutschen und niederländischen Fahrradfahrer dass die den ebenfalls sehr intensiv nutzen, dass die Strecke zwischen Dingsbello und Bocholt in beiden Richtungen an sonnigen Tagen sehr dicht befahren sei. Was mich zu der Frage führt und anschließen lässt, wie denn gerade im Bereich des Hochwasserschutzes grenzüberschreitende Zusammenarbeit aussah. Die A hört ja nicht an der Grenze auf, sondern fließt weiter. Heutzutage ist es eines aus meinem, so wie ich das mitbekomme, einer der Bereiche, wo sehr intensiv zusammengearbeitet wird. Wie war das denn schon in den ersten Planungen in den 60ern? Also ich kann das zumindest für die ganz frühe Planung, kann man das sagen. Also da wurde zusammengearbeitet, weil der Fluss, wie Sie schon gesagt haben, endet ja nicht an der Grenze, sondern was in Deutschland gemacht wird, hat zum Teil ja auch Auswirkungen auf Deutschland. Darum musste tatsächlich 1948 oder 47, 48 schon die britische Militärregierung damals die ersten Verhandlungen mit den niederländischen Kolleginnen und Kollegen von der Waterstop vermitteln, damit die nicht sagen, nee, wir bauen hier die Grenzstrecke nicht aus oder bei uns wird die A nicht ausgebaut. Das hätte dann Probleme gegeben, wenn das in Deutschland ausgebaut gewesen wäre und dann sozusagen mehr oder weniger ganz viel Wasser ganz schnell an einer Engstelle dann aufprallt. Dass da tatsächlich Verhandlungen geführt wurden. Und im weiteren Verlauf gab es dann die deutsch-niederländische Gewässerkonferenz, glaube ich, heißt es. Die gibt es tatsächlich immer noch. Das war früher aber eher, so habe ich das zumindest von der Kreisverwaltung erzählt bekommen, das habe ich jetzt nicht schriftlich, dass das eher so war. Da haben sich dann die
Abteilungsleiter zu dem Bereich getroffen und haben sich dann ausgetauscht, wohingegen es heute tatsächlich eher Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene ist, dass man sich da wirklich mit zum Telefonhörer greift und die Probleme bespricht. Also da hat sich die Zusammenarbeit, ja, ich würde sagen, die ist enger geworden oder direkter geworden, aber die gab es auch vorher schon, da dieser Austausch ja das sein musste. Genau. Vielen Dank. Dann hat sich Frau Minner gemeldet. Ja, hallo. Was ich spannend finde, wäre, ob Sie einen Vergleich mit anderen Städten gemacht haben. Also gibt es spezifische Konstellationen, die für Bocholt ganz speziell sind? Oder ist es eben, was ich sehr schön finde, weil es eigentlich der Spiegel ist, wie sich Naturvorstellungen und Naturwahrnehmung in einem allgemeinen Diskurs eigentlich verändern und sich dann in all diesen Verordnungen und in den Umsetzungen ja niederschlägt. Also langer Rede, kurzer Sinn, ist Bocholt typisch für Veränderungen in diesem Jahrzehnt? Also wenn man es zum Beispiel mit Münster und dem Umgang mit der A vergleicht, oder gibt es ganz spezifische Konstellationen, die Bocholt vielleicht ganz speziell, ganz besonders machen? Ja, eine sehr spannende Frage. Vielen Dank dafür. Ich muss aber leider sagen, dass ich aufgrund meines nur kurzen Hierseins im Institut tatsächlich nicht dazu gekommen bin, mich intensiv auch noch mit anderen Städten zu beschäftigen. Münster und die Münsteraner A, die würden sich da auf jeden Fall anbieten. Ich habe da ganz am Anfang des Projekts auch schon mal reingeguckt, aber wirkliche Aussagen dazu, wie das hier war oder wie es vielleicht noch in anderen Städten war, die kann ich leider nicht treffen. Was ganz spannend ist, es gibt Studien zum Rhein, wo es um Wiesbaden und Mainz geht, wo verglichen wurde, aber da geht es stark auch um die um Umweltbewegung, um Umweltgruppen. Ich habe ja jetzt hier eher aus der Perspektive der Verwaltung drauf geschaut, wo man halt Tendenzen sehen kann, dass mit diesen Umweltgedanken dann auch der Fluss auf einmal in den Fokus rückt. Als Naturraum. Das wäre auf jeden Fall spannend, noch weiter zu verfolgen, auch an anderen Städten. Im Moment kann ich halt nur das sagen, was ich zu Bocholt herausgefunden habe. Genau. Sebastian, vielleicht ist der Kommentar von Professor Thiessen zitierenswert. Hattest du das vor? Ich würde das mal vorschlagen. Das kann man ja nicht laut genug sagen. Ja, für die Leute im Video, die sich jetzt wundern, wie der Kommentar ist. Der Vorschlag ist, dass das LWL-Institut doch noch eine Dauerstelle schaffen sollte, damit das Projekt mehrere Flüsse vergleichen kann. Ja. Würde ich nicht Nein zu sagen, aber das kann man sich ja denken. Also ich bin jetzt sehr interessiert an Flüssen und die Bocholt A kann ein guter Ausgangspunkt und ein guter Vergleichspunkt sein. Genau. Und sind alle verstummt, keine Fragen mehr. Heike hat sich gemeldet. Ja, ich melde mich, weil es etwas stumm geworden ist. Das macht aber nichts. Ich würde sagen, Qualität vor Quantität. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken für diesen wirklich super spannenden Vortrag aus historisch-ökologischer Perspektive. Wir Bocholterinnen und Bocholter, die ja an der DA täglich erleben, genießen sie oder sehen die Spuren von Überschwemmungen,
haben vielleicht grundsätzlich eine ganz gute Idee, was A bedeutet. Aber das einmal so schön aufbereitet zu sehen, ist natürlich immer wieder sehr spannend. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und für diesen tollen Vortrag auch heute. Aber genauso spannend, und das ist keine Einschränkung, fand ich auch die Fragen, die gestellt wurden. Auch dafür herzlichen Dank, Fragen und Anregungen heute. Und ich glaube, wir dürfen uns freuen auf einen sehr interessanten Beitrag für die Stadtgeschichte Bocholts im 20. Jahrhundert, die im nächsten Jahr zum Stadtjubiläum erscheinen soll. Ich möchte mich nun auch noch bedanken bei den Kooperationspartnerinnen und Partnern vor Ort. Das ist einmal Sebastian Borgert für den technischen Part, Fatma Boland von der VHS für die organisatorische Begleitung und Kooperation und nicht zuletzt bei der GHL, Gesellschaft für historische Landeskunde des westlichen Münsterlands, die uns vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und auch mit entsprechendem Interesse immer wieder unterstützt. Wer den Vortrag noch einmal hören möchte und sehen möchte, kann das tun. Bekanntlich wird er gepostet kurzfristig auf der Bocholter Homepage. Wir haben eine eigene Seite, Bocholt im 20. Jahrhundert. Die ist zurzeit auf der ersten Seite recht gut zu finden. Sebastian Borgert wird gleich nochmal den Link dahin auch einblenden. Hier finden Sie auch die Informationen zu den weiteren Veranstaltungen. Der nächste Termin ist schon in 3 Wochen. Am Donnerstag, 10. Juni 2021, geht es auch wieder um ein sehr spannendes Thema, nämlich Frau Dr. Thieme, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, referiert zum Thema zwischen Kollaboration und Widerstand zum Verhältnis von katholischem Milieu und Nationalsozialismus in Bocholt. Wer diesen Vortrag hören möchte, muss an dem Abend selber präsent sein und ihn sich anhören, denn der Vortrag wird nicht aufgezeichnet und auch nicht auf die Homepage gestellt. Also in dem Fall nicht so komfortabel, andererseits vielleicht eine hohe Besucherzahl bei einem spannenden Thema. Ja, damit darf ich die Veranstaltung heute schließen und Ihnen einen schönen Abend wünschen. Wie üblich keinen guten Nachhauseweg. Ich freue mich auf Zeiten, wo das irgendwann mal wieder möglich und nötig ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.